Sehr geehrte Damen und Herren und liebe Freunde von Artomarsch TV, der Sender für Kunst und Bewusstsein. Heute lade ich Sie ein zu einem Vortrag mit dem Thema oder zu dem Thema Ethik und Ethos. Und zwar insbesondere in Bezug auf aktuelle gesellschaftliche, politische oder geopolitische Themen. Wir haben Ende Februar oder Anfang März 2022. Zunächst einige grundlegende Gedanken. Jede Zeit, jede Epoche hat ihre eigene Ethik. Der Begriff Ethik oder Ethos ist eng verknüpft mit dem Begriff des Gewissens. Und viele Dichter, Denker und Philosophen haben sehr Weisheitsvolles ausgesprochen, wie zum Beispiel Novalis, wenn er sagt, schon... Dass das Gewissen existiert, beweist unser Verhältnis, unsere Verknüpfung, unsere Verbindung mit einer anderen, mit einer geistigen Welt. Und ein Sprichwort sagt, was sagt dein Gewissen? Du sollst der werden, der du wirklich bist. Oder das Gewissen ist der Kompass des Menschen und ein gutes Gewissen ist Gottes Stimme. Aber es gibt auch das Sprichwort, Opfre nie dein Gewissen der Klugheit. Und viele Menschen verwechseln ein gutes Gewissen mit einem kurzen Gedächtnis. Die Gefahr für die Ausbildung des Gewissens liegt vor allem in solchen Gedanken und Vorstellungen, die den Menschen ausschließen vom Geistigen. Oder seine rein materiellen Bedürfnisse befriedigen wollen. Eine weisheitsvolle Indianergeschichte beschreibt das in einem wunderbaren Bild. Da heißt es, das Gewissen ist ein kleines dreieckiges Ding in meinem Herzen. Es steht still, wenn ich Gutes tue. Tue ich Böses, dreht es sich und die Kanten stechen ins Herz. Am schlimmsten ist es aber, wenn ich oft Böses tue, denn dann stumpfen die Kanten ab und ich spüre den Schmerz nicht mehr. Aber nicht nur das vorsätzlich getane Böse und die bewusste Lüge haben diese selbstzerstörerische Macht, sondern auch die Trägheit, die Unwissenheit. Und die Gleichgültigkeit. Zur Trägheit, sagt Friedrich Nietzsche, aus Leidenschaften erwachsen Meinungen, und die Trägheit des Geistes lässt diese zu Überzeugungen und Dogmen erstarren. Und so ist die Trägheit einer der größten Feinde des Fortschritts. Und Unwissenheit, es gibt nichts Schrecklicheres als tätige Unwissenheit, sagt Goethe. Und Konfuzius sagt es in einem treffenden Bild, Unwissenheit ist die Nacht des Geistes, eine Nacht ohne Mond und ohne Sterne. Und zur Gleichgültigkeit, die Gleichgültigkeit, so sagt ein Sprichwort, lässt. Schiffe stranden. Es lähmt die Seele, ist wie ein vorzeitiger Tod. Die einzige diesen unseligen Eigenschaften entgegenstehende Macht ist die Macht des Gewissens. Diesen Kompass gilt es immer wieder neu auszurichten, um sicher die Reise in die Zukunft zu gehen, um in diesem Bild zu bleiben. Wer diesen Kompass nicht innerlich ausrichtet, sondern sich nur nach Meinungen, nach Überzeugungen richtet, der wird zwangsläufig über kurz oder lang in eine abwärtsführende Spirale hineinlaufen. In unserer Zeit sind Politiker und leider auch Wissenschaftler, die sich der Politik anschließen, besonders gefährdet. Max Weber, der bekannte Soziologe und Ökonom, hat schon vor circa 100 Jahren bemerkt, wer Politik als Beruf ausüben will, hat sich jener ethischen Paradoxien und seiner Verantwortung für das, was aus ihm selbst unter ihrem Druck werden kann, bewusst zu werden. Er lässt sich mit diabolischen Mächten ein, die in jeder Situation und Entscheidung lauern. Der Tragweite solcher Sätze sollten sich Politiker heute einmal stellen. Da reicht es aber nicht, Gewissensfragen auszuweichen und sie einem Gremium, einem Ethikrat einfach zu übertragen und sich selbst aus der Verantwortung zu stehlen. Ich behaupte, dass heute so gut wie alle Personen, die in Politik, in Wirtschaft und leider auch Kultur in führenden Positionen sind, also in führenden Positionen im Sinne ihrer Medienpräsenz, dass diese in dieser Auseinandersetzung mit diabolischen Mächten mittendrin stehen und in den meisten Fällen in diesem Sog untergehen. Denn was sind die tieferen Strömungen, die diese Menschen in der jetzigen Zeit zu Gefangenen machen? Durch Trägheit, durch Unwissenheit und Gleichgültigkeit. Es ist in Wirklichkeit eine tief, tief sitzende Angst vor dem Geistigen. Letztendlich die Angst vor der Seele in der schon veranlagten Gewissheit, dass wir als Menschen für alle unsere Gefühle, für unsere Gedanken und für alle unsere Taten verantwortlich sind. Das heißt, dass wir unserem gesamten seelischen Leben wieder begegnen und an uns wieder erleben, was wir ausgesendet haben. Und das Entscheidende dabei ist die wahre und manchmal auch sehr tief verborgene Absicht, die wir all unseren Handlungen gegenüber zugrunde legen. Es gibt das Sprichwort Unwissenheit, schützt vor Strafe nicht. Da steckt viel Wahrheit darin. Das vordergründig dargestellte Wissen, das Vorschieben von sogenannten Fakten und Zahlen, das Aussprechen von Halbwahrheiten und so weiter, das alles scheint denen, die diese Prinzipien anwenden, zu genügen, um dem Glauben zu verfallen, dass sie nicht zur Rechenschaft dafür gezogen werden. Wie kann man aber diese Ziemlich verborgen liegende Absichten erkennen. Es gibt mehrere Möglichkeiten und Techniken. Als erstes natürlich die Meditation oder Kontemplation, in der man sich zu Beginn mit folgenden Worten einstimmen kann. Man sagt: Ich bitte die geistige Welt, meine Gedanken und Herzenskräfte in Einklang zu bringen mit Wahrheit und göttlicher Liebe. Ich bitte die geistige Welt, meine Gedanken und Herzenskräfte in Einklang zu bringen mit Wahrheit und göttlicher Liebe. Nahezu alle Personen, die den Massenmedien in deren Sichtweise und Argumentation folgen, haben in meinen Augen vollständig den Blick für die Realität verloren. Sie verbleiben in ihrem Angstzustand und verschließen alle Sinne vor der aufkommenden wahren Realität des Geistigen. Eine andere, mehr technische Übung ist das Auge in Auge gehen im Spiegelbild mit seiner selbst, ein bis zwei Minuten lang, mit dem gleichen Satz, ich bitte die geistige Welt, meine Gedanken und Herzenskräfte in Einklang zu bringen, mit Wahrheit und göttlicher Liebe. Die Unwissenheit hat vor allem hinsichtlich der geschichtlichen und historischen Zusammenhänge extrem zugenommen. In meinem gymnasialen Schulunterricht und dann im Studium der Geschichte habe ich die Fähigkeiten erlernt, wie man aufgrund von historischen Quellen und Ereignissen gewissermaßen als Symptome, tiefer liegende Strömungen und Tendenzen erkennen kann. Das sind Fähigkeiten, die durch denkerische Schulung, aber auch durch die Ausbildung der Gewissenskräfte, so wie ich es am Anfang vorgestellt habe, sich ausbilden. Kann ich demzufolge daraus schließen, dass diejenigen, die nicht einmal ihre Gewissenskräfte aufrufen, gewisse Wahrheiten, nicht erkennen? Ja, mehr noch, sie verschließen sich auch den Realitäten des Lebens und lassen sich führen und leiten durch Wesen, die von sich selbst behaupten, Zitat aus dem Faust, Mephistopheles, so ist denn alles, was ihr Tod, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Jetzt komme ich kurz zu den aktuellen Situationen der Gegenwart. Wie gesagt, Anfang März 2022. Das Wort, in einem Krieg stirbt die Wahrheit zuerst, ist sehr zutreffend. Aber es ist natürlich viel weitreichender. Schon in den Verhältnissen, die im Vorfeld eines Krieges vorliegen, wird die Wahrheit mit Füßen getreten. Das, was ich im Folgenden als Thesen vorbringe, hat nicht den, Wahrheit, äh, nicht den Anspruch, eine Wahrheit zu verkünden. Wahrheit als Zustand ist ein rein abstrakter Begriff, der mit der Realität wenig zu tun hat. Es geht um Ansichten, die einen wahren Gehalt haben, da sie aus den Kräften herausgebildet sind, die ich im Anfang eben mit den Kräften des Gewissens bezeichnet habe. Da es selbstverständlich mehrere Ebenen und Aspekte der Betrachtung zu diesen Themen gibt, ist es nicht die Frage, welche Sichtweise mehr einer Wahrheit, die es ja übergeordnet auch so gar nicht gibt, entspricht, sondern es geht darum, wie tief eine Sichtweise die äußeren Geschehnisse als Symptome verborgener Zusammenhänge auffassen kann. Diese okkulte Geschichte ist durch niemanden mehr an Unzähligen Beispielen anschaulich dargestellt worden, wie durch die Schriften und Vorträge Rudolf Steiners. Durch ihn habe ich die Sichtweise, die Methodik einer geschichtlichen Betrachtungsweise gelernt. Das Inhaltliche des Folgenden ist aber kein Referieren von Steiners Untersuchung, sondern eine selbstständig, erarbeitete Sichtweise. Vorab eine kleine historische Epochenbetrachtung, die die jetzigen Ereignisse klären und erklären kann. Wenn wir die Zeit betrachten, die historisch den Untergang des Römischen Reiches darstellt, und zwar nicht nur die Abfolge von Kämpfen und Kriegen der Römer gegen die anstürmenden germanischen Stämme, sondern vor allem, wenn wir den Blick wenden auf den inneren Zerfall des Römischen Reiches. Das ist historisch durch zahlreiche Darstellungen, aber auch durch unzählige Sekundärliteratur hinlänglich belegt. Dann kann man einzig zu dem, allein zu dem Schluss kommen, dass sich hier ein System, eine ganze Zivilisation eigentlich selbst zerstört hat. Es war eine aktive Selbstzerstörung, ein Fäulnis- oder Krankheitsprozess der nur einen kleinen äußeren Anstoß brauchte, um dem Untergang entgegenzugehen. Wir haben einen vergleichbaren Zustand in der sogenannten westlichen Welt mit ihren Werten, insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika. Von dem genialen Oscar Wilde stand der, glaube ich, sehr zutreffende Satz, Amerika ist das einzige Land, das von der Barbarei zur Dekadenz überging, ohne Zivilisation dazwischen. Die Barbarei kennzeichnet den Weg der amerikanischen Geschichte, vor, aber auch nach der Staatsgründung 1776. Der gnadenlose Genozid an die Urbevölkerung der Indianer. Täuschungen, Lügen, Missachten von Verträgen, endlose Massaker. Das alles war prägend für das Land. Eine grausame Epoche, die immer noch nicht ausreichend in ihrer vollständigen Brutalität in historischen Darstellungen gezeigt wird. Dann im Kern eine wirklich freiheitliche Verfassung, die freiheitlichste der neuen Welt. Diese freiheitlichen Impulse, Erfuhren dann vor allem seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts aber eine Wucherung, in dem das Freiheitlich-Individuelle zunehmend zu einer rein geldorientierten Ausrichtung mutierte. In meinem letzten Vortrag über den Astralleib und die Wirkungsweise der Engel darin hatte ich Rudolf Steiner zitiert, der diesbezüglich sagte, dass die Engel, die Astralleiber der Menschen so vorbereiten wollen, dass in Zukunft kein Mensch sein eigenes Glück als ein solches empfinden kann, wenn neben ihm ein anderer unglücklich ist. The American Way of Life ist das gerade Gegenstück. Ziele nur auf dein eigenes Glück und halte dir die anderen vom Leib, denn sie sind deine Konkurrenten das ist das absolute egotum ich spreche hier von der lebensart oder wenn man überhaupt von leben sprechen kann eher ja mit todeskräften von der art die im großen stil das ganze land geprägt hat ich spreche bewusst nicht von den vielen geistig und spirituell hochstehenden menschen die in diesem land gelebt haben und leben ich spreche von den Immer zitierten westlichen Werten, die alle bis ins Groteske pervertiert wurden, wie Demokratie, die in Wirklichkeit eine Plutokratie ist. Freiheit ist längst von Manipulation und Lüge durchsetzt. Das exakte Gegenteil von hochgehaltenen Werten hat sich durchgesetzt. Ich verweise gerne an dieser Stelle auch an den Vortrag über George Orwell, über das Buch 1984, die Realitäten heute und wie sie im Buch dargestellt sind. Ich werde den Vortrag auch hier dann verlinken. Die europäischen Länder, allen voran Deutschland, haben sich diesen Unwerten angeschlossen und drängen sich würdelos und kritiklos an die Seite dieser ungeistigen Kräfte. In Deutschland ist diese Entwicklung hin zu einer vollständig geistlosen und gottlosen, besser gesagt götterlosen Welt am weitesten in Richtung Niedergang fortgeschritten, und zwar vor allem durch eine jahrzehntelange Schulverbildung, die einmal geschätzte Werte wie kritisches Denken als Querdenken aburteilt und freie Diskurse mit Denkverboten ausmerzen will. Eine lächerliche Genderpolitik tut noch den Rest dazu, sodass Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Würde einem Anpassertum und Feigheit gewissen sind, gewichen sind, die das innere Wesen eines Volkes, das Wort, das man ja auch so nicht mehr verwenden darf, korrumpiert werden. Was hat das alles mit der aktuellen Situation? Krieg. Russland, Ukraine zu tun. Warum die Erwähnung Untergang des Römischen Reiches und die Kurzbeschreibung des Werteverfalls der USA? Das ist meine These. Wir haben einen Block von Ländern, allen voran in die USA, die sogenannte westliche Welt, die sich durch einen inneren Fäulnisprozess, durch einen Werteverfall an einem Abgrund befindet und sich gewissermaßen selbst zerstört ähnlich wie das römische Reich vor ca. 1600 Jahren. Die Dekadenz in Rom war dermaßen groß, dass beispielsweise der Kaiser Caligula sein bestes Pferd in den Rang eines Konsul erheben wollte. Eine solche Tatsache wird heute nur als lächerliche oder belächelte Geschichte erwähnt, aber die Dimension des Verfalls wird hier kaum erkannt. Viele Römer waren mit den Fressgelagen beschäftigt und bemerkten nicht die germanischen Eindringlinge, die schier vor ihrem Hause standen. Die westlichen noch Machthaber sehen und begreifen noch nicht ihren bevorstehenden Verfall. Der jetzige Krieg, wie weit er sich auch immer ausdehnen mag, er ist nur der Anfang vom Ende der westlichen Werte die sich ankündigenden Kataklysmen werden den Zerfall noch rasch beschleunigen. Hinzu kommt in der gesamten westlichen Welt und Deutschland ist auch hier trauriger Mitführer und Mitgestalter ein bereits existierender unbeachteter Krieg gegen die Natur und gegen die Naturwesen in Form von brutaler und sinnloser Abholzung von Wäldern und durch endloses Quälen und Abschlachten von Tieren. In vielen jungen Menschen hat sich als Keim bereits eine komplett neue Ausrichtung, eine neue Haltung den Naturkräften gegenüber gebildet. Und auch eine Neuausrichtung des ökonomischen und sozialen Miteinanders bahnt sich seinen Weg. Die dunklen Kräfte des Egoismus und der Gottlosigkeit stehen mit dem Rücken zur Wand und sie sehen ihr Ende kommen. Sie zerstören sich selbst und versuchen, so viele Menschen wie möglich mit in diesen Abgrund zu reißen. Ein wichtiger Schritt ist aber das Erkennen der Kräfte, die dem wahren Menschlichen entgegenstehen. Ein kleiner erster Schritt könnte sein, den Medien der Ungeistigkeit, der Untoleranz und Unfreiheit sozusagen den Stecker zu ziehen. Jede Minute, die wir diesen Manipulationen fernbleiben und stattdessen Texten und Schriften der Philosophie, der Geisteswissenschaft allgemein, vor allem der Geschichte folgen, oder die verschiedensten Weisheitslehren, Konfuzius, Hermes, die Mystiker und viele, viele mehr, wenn wir diese lesen, das ist eine gewonnene Zeit im Sinne der menschlichen Evolution, denn dann arbeiten wir an der Ausbildung unseres inneren Kompasses, unseres inneren Gewissens. Das ist die starke Wirksamkeit des sich freimachens von den erwähnten dämonischen Kräften. Aber es ist auch eine positive Hinwendung zum geistigen notwendig. Ein Mut der gebraucht wird, ein Mut zu benennen und ins Wort zu bringen, ins Gespräch einzubringen, dass es eine geistige Welt gibt, dass es eine göttliche Welt gibt und wir durch einfachste Mittel, wie durch das Wahrnehmen, Achten und Wertschätzen der Naturkräfte und der Naturwesen, die Möglichkeit haben, direkt mit ihnen in Kontakt zu treten. Sie warten darauf. Und selbst wenn wir was, glaube ich, sehr wahrscheinlich ist, in näherer Zukunft durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen oder kosmische Strahlungen extrem gebeutelt werden, dann ist das nur die folgerichtige und konsequente Antwort auf jahrhundertelange Ausbeutung und Vergewaltigung der Naturkräfte und Wesen. Von Christian Morgenstern, dem genialen Dichter, stammt das Wort, ganze, Weltall ganze Weltalter voll Liebe werden notwendig sein, um den Tieren ihre Dienste und Verdienste an uns zu vergelten, ganz zu schweigen von dem unendlichen Leid, das wir ihnen zugefügt haben. Dem Bibelwort Macht euch die Erde untertan, sollte ersetzt werden durch Macht die Naturwesen und die Götter wieder zu euren Freunden, sodass sie wieder die Wälder zu ihren Tempeln machen, wie es einst gewesen ist. Ich möchte am Schluss eine Meditation nennen von Rudolf Steiner, die diese Stimmung, diese Anbindung an das Göttliche, an das Geistige wunderbar ausdrückt. In den reinen Strahlen des Lichtes erglänzt die Gottheit der Welt. In der reinen Liebe zu allen Wesen erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele. Ich ruhe in der Gottheit der Welt. Ich werde mich selbst finden in der Gottheit der Welt. Und eine Imagination, die wir in uns bilden können, wenn wir. Vor uns Situationen erleben, bei denen unser innerstes Gewissen aus tief verstandener Menschlichkeit sagt, das ist entgegen der Göttlichkeit der menschlichen Seele. Dann können wir mit der folgenden Imagination den Meister des menschlichen Karmas vor uns hinstellen. Die Szene aus Johannes 8 in der Jesus in Bezug auf die Anklage gegen die Ehebrecherin Folgendes tut. Das heißt, und er neigte sich und schrieb auf die Erde. Das ist keine Geste der Verzeihung, sondern das ist das Einschreiben, das Manifestieren dieser Tat in das Gedächtnis der Erde, in die Akasha. Und wenn die wahren Urheber von Gewalt und Krieg gegen Natur und Mensch diese Imagination wahrnehmen und erkennen könnten, inklusive der vollständigen karmagerechten Konsequenz, die daraus erwächst, dann würde ihre Angst und Furcht ins Unermessliche wachsen. Und zwar vor der drohenden Gefahr, selbst ausgelöscht zu werden in ihrer wahren Existenz. Mit dieser Imagination des Christus, der das wahre Geschehen, die Taten der Menschen mit dem Schicksal der Erde verbindet, können wir voller Vertrauen uns dem geistigen und göttlichen Willen übergeben. Vielen Dank fürs Zuhören.